Hallo Freunde, hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video, das erste Video in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht und wie ich auf mehrere Poste verfasst habe, auf Instagram, Facebook etc., habe ich ja gesagt, ich werde mir eine Elgato HD60S kaufen, um YouTube zu machen, besser YouTube zu machen, besser aufzunehmen. Dieses Jahr wird mein YouTube-Kanal extrem verändert. Das wird erstmal das Unboxing sein. Ich habe die schon mal aufgemacht, um den Keys und so rauszutun. Und schon mal reinzugucken, wie alles funktioniert und alles. Ich werde nachher noch ein Video damit hochladen, ein Let's Test. Da könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Videos findet. Also von der Tonqualität, von der Bildqualität etc. Fangen wir einfach mal an mit dem Unboxing. Ah, wie wir sehen, ist es normal viereckig. Mit Elgato HD60S, USB 3.0, 1800p und 60 Bilder in der Sekunde. Und ja, wenn wir hinten gucken, haben wir auch, was wir uns zusätzlich noch runterladen können, ist ein Programm, wo wir mit aufnehmen und streamen können und natürlich schneiden, was extrem cool ist, weil wir quasi direkt loslegen können. Das ist so wie für Xbox One, so für PC, PS4 und Nintendo Switch. Wir können damit YouTube, Twitch, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One S, PS4 und PS4 Pro. Auf Windows 10 läuft das alles und hier so sieht ungefähr das Programm aus. Ich habe es mir selber noch nicht runtergeladen. Da muss ich selber mal gucken, wie das aussehen wird. Hier haben wir wieder das ganz normale stehen. Auf dem Kopf, sorry. Hier wird das ganz normale stehen. Elgato und wir öffnen mal die Karte. Dann haben wir hier direkt das Elgato-Logo nochmal. Wenn wir dann, ist hier hinten noch was? Ne, hier ist nur, was da drin ist. Dann haben wir hier die schöne Elgato liegen. Aber, Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Gucken wir uns aber erstmal die Kabel an. Wenn wir hier schon mal bei den Kabeln sind, sind wir hier bei dem USB-Kabel. Denke ich mal, ist das ja das USB-Kabel. Das steckt man an den PC und an die Elgato selber dran. An dem HDMI-Kabel, was man zwischen Fernseh und Konsole ranstecken muss. Kann man sich auch nehmen, auch gönnen. Ist anscheinend kein schlechtes Kabel. Tun wir mal daneben. Oh, noch ein Aufkleber, den ich jetzt irgendwie nicht rausbekomme, wegen keine Fingernägel. Ah, doch, da. Elgato-Aufkleber, schön. Kann man sich irgendwo hinpappen. Dann haben wir die schöne Elgato. Das hätte man, glaube ich, nicht sehen sollen. Das muss ich, glaube ich, rausschneiden. Super. Ja, das muss ich erstmal rausschneiden gleich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Dann haben wir hier die LED-Lichter, die nachher beim Aufnehmen leuchten. So wie ich weiß. Hier die verschiedenen Ports und hier auch nochmal ein Port. Dann noch eine kleine Anleitung, die keinen interessiert. Ja, und das war's eigentlich schon mit dem Unboxing. Ich weiß, das Unboxing war wieder mal kurz. Aber es kommt ja heute noch ein Video, weil ich bin ein bisschen im Stress. Ich muss heute noch auf den Geburtstag noch viele Sachen machen. Deswegen sei mir nicht böse. Haut raus. Habt noch einen schönen Tag. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt. Euer Black Ghost.